Und deswegen möchte ich auch auf die angeblichen Mitbewerber und Alternativen unserer Frau Landeshauptmann kurz zu sprechen kommen. Ich bin heute extra noch einmal hergegangen, habe mir das Parteiprogramm zum steirischen Wahlkampf der steirischen Kommunisten und Grazer Kommunisten ausgedruckt. Und was da drinnen steht, ist unglaublich. Sie sprechen auf Seite 12 von Abschaffung des Privateigentums und Sie sprechen auf Seite 9 von einer Ordnung der Welt nach dem kommunistischen Prinzip. Aber der Höhepunkt für mich ist auf Seite 4 zu finden. Die der Menschheit aufgezwungene kapitalistische Globalisierung ist eine Sackgasse. Die Aufgabe besteht, zuerst ein anderes demokratisches Modell und später ein sozialistisches Modell durchzusetzen. Die Abschaffung der Demokratie. Ich will und ich werde es nicht zulassen, dass Menschen solche Programme veröffentlichen dürfen. Und das muss man allen Menschen in diesem Land und darüber hinaus deutlich sagen.